Der Klang in Krankenhäusern. Wie wirkt er? Niemand von uns wird gerne krank. Und wenn wir es werden, ist weiterer Stress das Letzte, was wir brauchen. Was wir dann brauchen, ist ein ruhiger Ort und jemand, der sich um uns kümmert. Krankenhäuser können laute Orte sein. Und sogar Geräusche, die wir nicht bewusst wahrnehmen, beeinflussen uns. Umgebungsgeräusche fügen Menschen vielfältige Schäden zu. Unaufmerksamkeit, Fehler, Reizbarkeit, unangemessenes Verhalten oder Ungeduld können die Folgen sein. Wenn Tiere Lärm ausgesetzt werden, schüttet ihr Körper Stresshormone aus. Bei der Planung eines Krankenhauses spielten Überlegungen zu Lärmbelästigung und Klangqualität in den Räumen bis vor kurzem keine große Rolle. Bestehende Krankenhäuser sind oft laut. Sie sind nur unzureichend ausgerüstet, störenden Schall zu absorbieren. Und alle Ablenkungen und Störungen erhöhen den Stresslevel und die Wahrscheinlichkeit für menschliches Versagen. Eine Möglichkeit, dieses Problem anzugehen, ist der Einbau von Schallschluckplatten und die Verwendung neuerer, leiserer Technologien und Geräte, um so Nachhallzeit und Lärmpegel zu reduzieren. Solche Maßnahmen sind kostspielig, rentieren sich jedoch auf lange Sicht. Die Absenkung des Geräuschpegels trägt zu einem verbesserten Arbeitsklima bei und spielt deshalb eine Rolle bei der Arbeitszufriedenheit des Pflegepersonals. Neben Licht- und Farbgestaltung sind auditiv wahrgenommene Einflüsse wie Geräusche und Musik atmosphärisch hochwirksam. Musik reduziert den Bedarf an Beruhigungs- und Schmerzmitteln und verkürzt die Gesamtdauer von Krankenhausaufenthalten. Unsere Hypothese, die teilweise bereits durch vorhergehende Forschung gestützt wird, besagt, dass sich unaufdringliche oder neutrale Musik am besten dafür eignet, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Solche Musik ist nicht vokal und besitzt bestimmte harmonische, melodische, klangfarbliche und räumliche Eigenschaften. Sie sollte fließen und jeder einzelne Ton muss eine eigene Schönheit in sich tragen. Tempo und Dynamik sollten gedämpft sein, also im mittleren bis unteren Bereich. Musik entspannt und hilft dabei, negativen Reizen wie Schmerz und Angst zu entkommen und diese Gefühle durch angenehmere und positivere Erfahrungen zu ersetzen. Die Patienten können mit ihren Gedanken in ihre eigene, wohlige, beruhigende Welt eintauchen. Die anfänglichen Kosten dieser Maßnahmen werden in wenigen Jahren durch die Reduzierung der laufenden Kosten gedeckt sein.